eine neue Erinnerung an Christina verfügbar. Die letzte dann. Da hätten wir es auch dann in dieser Hinsicht geschafft. Schön, sehr schön. Pferd. So. Ich will erstmal alle Nebenmissionen hier jetzt nochmal beenden. Ich glaube, das sind dann auch die letzten. Der hier, also der geht. Okay, dann warte ich einfach, schicke ich die nochmal auf Reisen. Ein Tausender Auftrag. Komm, schicken wir die noch mit. Und ab dafür. Oh, jetzt wollte ich eigentlich die... Ich wollte eigentlich die Templer-Mission machen. Die Assassinen-Mission... Tatentats-Mission, meine ich. Voll durcheinander gekommen. Ja, ist bereit, Assassine zu werden. Schon klar. Mission. Das Blatt wenden. Cesare ließ seine Wachen mit den besten verfügbaren Waffen ausrüsten. Setzt ihre eigenen Waffen gegen sie ein. Mindestens ein Grobian, ein Verfolger und ein päpstlicher Garde mit ihren eigenen Waffen eliminieren. Zu Casta Praetoria gehen. Ein bisschen weit vielleicht. 215 Meter. Ihr fährt. Komm mal her. Ja. Während das hier, ich so ein bisschen Nebenmission mache und so weiter, kann ich ja ein bisschen reden eigentlich, so über Film und so und generell ein bisschen was sagen in dieser Hinsicht. Und ich muss eigentlich sagen, ich bin im Moment sehr, sehr in Laune, so Filme zu gucken, Serien zu gucken. Bin ich auch gerade so der Typ, der viel davon guckt. Mir bekannt vor. Okay, komm. Gut. Gucke ich im Moment sehr viel davon. Macht mir Spaß, sowas zu gucken. Beziehungsweise sowas zu verfolgen. Wenn ich euch erwische, seid ihr fällig! Okay, komm. Oh, bist du schlecht. Ja. Und, so sagen, also im Moment gucke ich so, also der nächste Film, den ich im Kino sehen will, ist Guardians of the Galaxy. Ende des Monats kommt er in Deutschland raus. Den, auf den freue ich mich schon jahrelang. Ja, ist klar. Hat der...
Komm doch her. Oh, okay, 100% auch so bekommen. Dann ist ja alles, ist ja alles paletti. Ja, also das nächste ist so, Guardians of the Galaxy, Erlöse uns von den Bösen, würde ich gerne auch gucken. Most Wanted Man ist so die nächsten Filme, die ich, glaube ich, gucken werde. Die ich mich auch schon freue. Und, ja, also sonst, also ich habe mir mal so eine Liste gemacht, welche Filme so dieses Jahr noch rauskommen, die ich gerne gucken würde, so Hobbit und so. Klassiker Interstellar würde ich gerne gucken. Ja. An Serien gucke ich nicht so krass viel wie manch anderer, so Pizmi guckt ja relativ viel, also was ich jetzt letztens zu Ende geguckt habe, ist zum Beispiel Sherlock, Staffel 3 habe ich jetzt zu Ende geguckt, gestern, die letzte. Hat mir sehr gut gefallen. Eigentlich freue mich schon auf die vierte Staffel, die angekündigt ist. Und nach dem Ende muss ja eigentlich auch eine vierte Staffel kommen. Kann ja nichts anderes sein. Wer es noch nicht gesehen hat, ich will jetzt nichts spoilern. Ich sag auch nichts. Also, es kommt nur was am Ende, was ziemlich krass sein könnte. Für manche, die da mitgehen. Emotional verbunden sind. Ja, Game of Thrones gucke ich. Wo ich jetzt aber jetzt noch... Also, wo ich jetzt die dritte Staffel zu Ende geguckt habe vor kurzem. Noch vor Sherlock. Und, ansonsten bin ich ein großer Fan von Castle. Ja, von Castle. Hätte man nicht gedacht, ne? Gucke ich gerade, zweite Staffel bin ich da. Gucke ich aber immer nur so sporadisch alle paar Wochen mal eine Folge oder so. Bin ich aber großer Fan von. Ansonsten habe ich mir jetzt True Detective vorbestellt auf DVD. Bei Amazon. Freue ich mich auch drauf. Habe ich schon mal eine Folge gesehen, deswegen habe ich sie dann auch mir vorbestellt, weil es geil war. Ansonsten, ja, wow, The Walking Dead, klar. Aber da gucke ich mit denen ja gar nichts, weil ja, ich habe die vierte schon gesehen und die fünfte kommt ja erst irgendwie Ende des Jahres oder so. Fängt die an. Keine Ahnung. Ja, mal gucken. Jedenfalls gehen wir jetzt hier rein. Flüssiges Gold, den Geldschrank der Templer in den Aquädukten finden, nicht mehr als zwei Bäcker weiter töten. Und schon bin ich im Wasser. Obwohl ich es nicht hätte sein müssen. Noch arbeiten für diesen mageren Lohn. Wenn das Aquädukt repariert ist, dann können wir damit den Schatz aus dem Steinbruch holen. Dann werdet ihr gut bezahlt werden für eure Arbeit. Immer dieselben Lügen. Ich sage, wir holen uns, was uns zusteht. Wer ist mit mir? Das blüht allen auf Rühren. Lasst euch das eine Warnung sein. Nun zurück ans Werk! Netter Mann.
Kurz mal Munition auffüllen. Genau, nicht deine Sache. Nun, wie bekomme ich das Wasser zum Rad? Ben, nun, ich hoffe, das Ding hält mein Gewicht. Wird es schon. Keine Sorge, Ezio, das hat es. Makifa, ist er von Sinnen? Junge, ich bin gesucht in diesem Gebiet. Und du denkst, ich bin von Sinnen? Könnte helfen, wenn ich stürze. Ja, natürlich kann es helfen. Nun, wie bekomme ich das Wasser zum Rad? Ich brauche einen anderen Blickwinkel. Ja, wir schmeißen es mit Sand. Hier bin ich fertig. Jetzt zu dem anderen. Ja, wir schmeißen es mit Sand. Ich muss wohl den Zufluss aus der Zisterne umleiten. Fertig. Merda, vielleicht hilft mir dieses Gerät nach oben. Ach, Jungs, ist ein Wasserrad, aber diese Bremse verriegelt es. Sehr gut. Geschafft. Leonardo wäre sicher beeindruckt. Bestimmt wäre Leonardo beeindruckt. Weg vergessen. Ich kann auch einfach wieder hochgehen, bin ich dumm eigentlich. Stimmt nicht mit euch Italienern! Der Assassin beschützt mich! Warum kommt ihr nicht runter und kämpft, Feigling? Der doppelte Sold für den, der ihn tötet! Tja, Geld beherrscht die Welt, hä? Assassin! Und nun stirbst du.
Ihr tötet Wachen, aber auch unschuldige Bergleute. Holt ihn euch. Hände weg. Meine Männer sind auf dem Weg. Gebt auf und ich schone euer Leben. Oh mein. Scheiße, ich verschwinde hier. Tja, mein Freund. Scheiße, ich verschwinde hier. Diese Maschine ist nutzlos. Meine Männer sind auf dem Weg. Gebt auf und ich schone euer Leben. Wir sind echt lustiger Mann, ne? Guck mal, du bist der Bauleiter hier oder Ingenieur oder was auch immer, keine Ahnung. Aber das ist keine Ahnung und gar nichts, ne? Scheiße! Ah! Verfehlt! Hey! Halt! Was habt ihr getan? Keine Ahnung. Ich muss von hier verschwinden? Ja. Yeah.